Freddy Hirstand, Grand-Senior der Backstube, ist seit Jahrzehnten die prägende Figur hinter seinem Unternehmen. Auch bekannt als Gipfelekönig, hemdsärmeliger Selfmade-Man und Menschenfreund, der seine Mitarbeiter fördert, schätzt und würdigt. Die Zuneigung ist nicht gespielt, sie beruht auf Gegenseitigkeit. Ich finde, Mitarbeiter ist wirklich etwas vom Wichtigsten. Und ich gebe jedem Mitarbeiter, gebe ich Ende Jahr 10% vom Gewinn, den ich verteile. Und ich möchte sich jetzt so Mitunternehmer machen. Mehrmals pro Woche ist der Macher in der Backstube anzutreffen. Seine Passion, Forschung und Entwicklung. Das Sortiment besteht aus über 280 Produkten. Der Laugengipfel ist übrigens auch eine Erfindung von Freddy Hirstand und heute ein Klassiker. Meine Kunden will ich begeistern. Ich möchte eigentlich jeden Artikel, den wir herstellen, muss ein Wow geben. Also so, dass wir es nicht mehr besser machen können. Ja, und entwickeln, das kann man noch im höheren Alter. Oder? Also ich möchte jetzt auch nicht so jeden Tag da wieder weg mitschaffen, das könnte ich ja nicht mehr. Aber Sachen entwickeln, und das ist einfach mein Leben. Die Produkte werden nach strengen Richtlinien mit modernen Mitteln hergestellt. Wo immer möglich, werden ausschließlich Swiss-Garantie-Rohstoffe verwendet. Die manuelle Verarbeitung im Veredelungsprozess trägt entscheidend zur Qualität des Genussmittels Brot bei. Erstens mal machen wir recht weiche Teige, was einfach ein Vorteil ist. Und von Hand habe ich nicht so das Fabriktypische, das Kleinbohrige, das man teilweise sieht, wie so billige Brot, ist alles so ganz feinbohrig. Und da, durch die Handarbeit, kommen wir grosse, unregelmäßige Bohrungen über. Es wird schonend verarbeitet, also es hat sicher einen Vorteil. Stichwort Slow Baking. Gut Ding will Weile haben. Der Teig reift mindestens 4 Stunden, bevor er weiterverarbeitet wird. Fisch, reif. Das ist jetzt eben der, wo man 4 Stunden liegen lässt. Handarbeit ist auch bei der Verarbeitung des Holzofenbrotes ein wichtiger Faktor. Hier entsteht ein Kartoffelbrot mit frisch gekochten Kartoffeln. Brot aus dem Holzofen, noch ein bisschen gesünder und noch bekömmlicher. Ich selber als kleiner Bub habe einmal mitbekommen, wie wir am Samstag im Dorf Ofen, das Dorf hatte einen Ofen, wo man reservieren konnte. Da haben wir auch Herdöpfelbrot gemacht. Oder? Im Sommer war das nach ein paar Tagen sauer, aber immer in der Winterzeit hat man das gemacht. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Kindheit. Einfach ein natürliches Brot, ohne irgendwelche chemische oder künstliche Zusätze. Neben der Liebe zu den Backwaren bilden die Rohstoffe die Grundlage für ein perfektes Freddy-Wow-Produkt. Mehl, belebtes Quellwasser, natürliches Meersalz, Hefe, frisch gemahlenes Vollkornmehl. Zu den Freddys Mehrwerten gehört auch das Herz des Korns. Was natürlich ein wichtiger Faktor ist oder Komponente, die ich jetzt etwa 14 Jahre missioniert habe, das ist der Weizenkeim. Der Weizenkeim, das ist das Wertvollste vom Getreide. Das ist wie der Eidotter im Ei. Es ist das zukünftige Leben. Mit über 70 Vitaminen, Spurenelementen und Vitalstoffen. Leider ist das jahrzehntelang ins Tierfutter gegangen. Wir kommen den Weizenkeim frisch von der Mühle über, innerhalb von ein paar Tagen. Wir lagern ihn im Kühlraum lagern und überall, wo Mehl drin ist, geben wir wieder 2% Weizenkeim dazu. Das entspricht dem Inhalt des Getreides. Neben der Forschung und Entwicklung gehört die Qualitätskontrolle zu Freddys beliebten Aufgaben. Ein Wow muss es mindestens sein, was 5 von 5 Punkten entspricht. Sehr gut. Gut, das, das ist ein Wow. Das ist ein Mehrkornbrot
Und ich hoffe, dass ich auch so ein Wow, wo das ist, ist nicht ein Vollkornbrot, aber mit verschiedenen Körnern, die wo lang eingeweicht werden. Weil bekömmlich ist ein Brot nur, wenn es einfach Zeit bekommt und lang kann reifen. Regelmäßig finden diese Brotdegustationen statt. Nicht alle Backwaren erfüllen Fredis Qualitätsansprüche. Nicht ein Wow, oder? Das ist ein bisschen gedrungen. Da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Kraft drin, ein bisschen mehr Volumen. Also, für viele ist es immer noch ein gutes Brot. Nur, wir wissen, dass es, kann, dass es noch ein bisschen besser sein kann. Es ist halt auch etwas Lebendiges und auch mit dem Getreide. Jedes Jahr kommen einmal wieder neue Herausforderungen, ja, weil halt das auch etwas Lebendiges ist. Schon mir lange Zeit, das ist auch ein Wow. Freddy Hirstand, ein Unternehmer und Visionär, der mit seinem Schaffen Bäckergeschichte geschrieben hat. Auf alle Fälle möchte ich noch recht lange am Unternehmen festhalten. Weil was soll ich tun, wenn ich nur noch den Garten habe? Mir fehlt etwas, wenn ich nicht kann in Betrieb gehen kann. Und ja, die schönen Produkte, die man immer wieder tagtäglich erlebt, das, ja, das erfreut das Herz. Das ist, dann das sagt mir jeden Tag wieder, also für mich gibt es nichts Schöneres, wie der Bäcker zu sein. Freddys Backwaren, mehr als nur eine Beilage. Sie sind ein hochwertiges Genussmittel mit Wow-Effekt.